Einen wunderschönen guten Morgen zusammen aus Hamburg. Es ist Montag, der 12. September 2022. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren ersten Box Trade vor und das wird voraussichtlich eine Big Number sein, 13.200. Da kommt der Kurs schon langsam reingelaufen und wir blicken einmal auf den Gesamtüberblick der Märkte. Fangen an bei Bitcoin. So, Zickzack-Linie Bitcoin sind wir long. Wir sind bei 21.800. Wir erinnern uns, wir haben hier bei 18.000 den Boden gefunden. Also Unterstützung 18.534. Wir sind long. 4 Stunden long. Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Also Kryptos wieder erstmal erste Anzeichen für eine Erholung. Kommen wir auf Ethereum. Das wird diese Woche ja sehr, sehr spannend. Diese Woche das Update. So, Daily long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Dow Jones. Der Dow Jones, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 und 5 auch für den heutigen Tag. Also zeigt alles nach oben erst einmal. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt all in gehen sollten. Das ist nur die Grundstimmung bis jetzt. Die kann sich natürlich im Laufe des Vormittags des Tages ändern. Gehen wir in den S&P 500. Tagesbasis sehen wir die Freitagskerze sehr, sehr bullisch. Und wir sehen hier die letzten drei Tage, 1, 2, 3 weiße Kerzen, ja, sind long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten sehen wir eine bullische Kerze. Nasdaq, auch hier 1, 2, der dritte Tag in Folge long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 auch. Ja, was macht das mit, oder was sind das für Informationen? Wie kann ich die umsetzen letztendlich? Die nutzen wir im Trading, um einfach die Grundstimmung, die Grundelemente in den kurzen bis mittleren und hohen Zeitebenen zu definieren. Und die Grundstimmung sehen wir jetzt bei allen Indizes, die wir uns angeschaut haben. Der Markt ist eher long als short. Das heißt, herrscht erst einmal Kauflaune heute an dem Montag. Das kann sich natürlich immer wieder ändern, aber die Grundstimmung, wenn wir einen Trade laufen lassen, ist eher long als short. So, gucken wir uns mal Öl an, wie das ausschaut. Öl ist aktuell Tendenz auf Tagesbasis weiter short. 4 Stunden short, Stunde long, 30 long, 15 short und 5 Minuten long. Also hier ist das nicht ganz so eindeutig, genauso wie Gold 1700. Ja, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 15 Short, 5 Minuten Long, auch hier ähnlich. Kommen wir zum Good Old German DAX. Daily sind wir hier Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und wir sehen hier den Schweizer Käse, Entschuldigung. Die Gaps, die wir hier haben, die noch nicht geschlossen sind, nur mal als Hinweis, das sind die Kurslücken, die bei einem eventuellen Rückgang definitiv noch mal in Betracht gezogen werden dürfen. Ja, und hier sehen wir diese Kurslücken, ja, die Lücken, die schon geschlossen sind in diesem Chart, sehen wir hier einmal geschlossen. Ja, also Gap Down wurde dann nach oben durchgeschlossen. So, dann haben wir hier Gaps. So, das ist natürlich auch hier ein wenig zu betrachten in der Form, ja, was ist das denn für ein Gap, was hier ist? Ist das Xetra? Ist das der Future? Es ist tatsächlich der DAX CFD, so eine Mischung aus beiden, ja. Und der Kurs wird ja vom Broker gestellt, aber wir haben im Xetra DAX sicherlich noch andere Gaps. Und wir sehen in der Oberseite hier, da sind auch die Gaps, die noch nicht geschlossen worden sind. Zur Oberseite her, die man sehr gerne auch hier nochmal als Zielmarke dann irgendwann sich nehmen kann.
Das nur zur Idee und Information. Also, wir stehen kurz davor, dass die Falle zuschnappt im DAX. Dann würden wir bei 13.192 entweder spekulieren, dass der Markt nochmal zurückkommt oder nach oben gehen, dass wir in Richtung weiterhin long gehen. Wo sind denn die Marken? Auch hier nochmal zu diesen Spielregeln, wie ich im Live-Trading-Raum moderiere und das umsetze ab dem zweiten Trade. Und warum nicht ab dem ersten? Das hat Tradition bei mir. Also ab dem zweiten Trade gehe ich auf, versuche ich etwas mehr mitzunehmen als diese 15 Punkte. Und das bedeutet, ich gehe auf bestimmte Zielmarken. Die könnten sein: A, Gap, Big Number, Daily Pivots etc. Oder wir nehmen die 50er Marke. So, wir sehen jetzt hier, wir sind short im ersten Trade. Und angepasst bedeutet, wenn ich hier drauf drücke und die Zielmarke nach unten lege. Ab dem zweiten Trade mache ich das. Das heißt, der zweite Trade jetzt wäre eben halt eine Long-Position bei 13.207. Und dann haben wir die Zielmarken 50, das heißt hier so roundabout. Und oben hin sind wir, glaube ich, auch hier ein bisschen höher. Da wollen wir praktisch hin, wenn der Markt sich in eine Richtung entscheidet. Das ist ja das ja, Geniale, würde ich schon fast sagen, beim Box Trading, dass wir uns praktisch mit so einer Art Gymnastik in den Markt reintrauen. Wir machen erstmal Dehnung, bevor wir dann richtig loslaufen. In welche Richtung? Das weiß ich jetzt auch nicht, ob wir jetzt Richtung Norden oder Süden. Wir machen also jetzt erstmal hier so ein bisschen Gymnastik. Und wenn der Markt sich dann entscheiden sollte zu einer Richtung, versuchen wir dabei zu sein. Das Risiko hier steckt natürlich im Detail, wenn der Markt zu sehr mit uns Dehnung macht, dass wir dann irgendwann zu viel Dehnung gemacht haben. Das bedeutet zu viel Aufschaukelung. Da sollten wir aufpassen. Das Regelwerk hier im Raum nochmal für alle Trader und alle Gäste und alle neuen Trader, die sehr frisch mit den Boxen traden, ist ab dem fünften Trade bitte den Trade zu stoppen. Da ist das Risiko noch am geringsten und dann versuchen den Trade mit Master Template X etc. reinzuholen. Wie das funktioniert, werden wir diese Woche jetzt wieder starten. Nach der Sommerpause ist Mittwoch wieder neu unser Pro-Training, wo ich mit euch live diese Strategie und die neuesten Erkenntnisse mit euch besprechen werde. So, wir sind jetzt im ersten Trade. Und jetzt für diesen ersten Trade stehen wir morgens nicht auf. Für den ersten Trade bringt uns für die Performance nicht. Ja, auch beim Videotagebuch, ja, erster Trade, dann ist der Trade im Gewinn. Das ist die Statistik. Ja, aber Geld verdienen wir nicht mit dem ersten Trade. Geld verdienen wir nachher, wenn der Trade Strecke letztendlich macht. Pech hätten wir, wenn er jetzt heute direkt im ersten Anlauf nach unten läuft, dann wären wir natürlich nicht dabei. Das ist das Risiko. Aber ja, das so nochmal zur Vorbereitung. 8:46 Uhr. Ja, wer sagt, wo ist Maurice? Also ich werde mit Maurice heute noch ein, der war am Freitag im Büro, ich werde heute mit ihm noch ein Gespräch führen. Der war ja krank und Urlaub und ja. Also ich werde heute nochmal mit Maurice sprechen, ja, und euch dann zeitnah Informationen geben mit Maurice. Und nachmittags hat der eine oder andere ja schon letzte Woche das mitbekommen, der junge Herr aus dem Starterraum, Mr. Robinson und Kruse hier mit seinem Bart, nein, Sascha, wird die Schicht jetzt erstmal auch diese Woche, weil ich nicht weiß, wie das Gespräch, wie der gesundheitliche Zustand, alles drum und dran aussieht, wird Sascha parallel zu Christoph ja immer die Nachmittagssession hier übernehmen. Ich werde Sascha auch morgens mal mit reinnehmen, dass wir auch da mal über seinen Ansatz diskutieren, sprechen und traden gemeinsam. Das nur als Information. Ansonsten, die Abläufe sind klar, die Woche ist auch klar. Ich freue mich drauf. Die Märkte haben diese Zinsanhebung gut verdaut, so sieht es zumindest aktuell aus. Und schauen wir mal, wie nachhaltig das ist. Ich hatte an dem Wochenende, lag ich flach im Bett und hatte Zeit zu lesen und habe mich dann auch so ein bisschen unter den Wirtschaftszeitungen und ein bisschen mal zwischen den Zeilen versucht zu lesen. Und da sind ja einige Botschaften da,
mit Insolvenzen, die vor der Haustür stehen. Ja, und ich glaube, da sind viele Dinge noch nicht kompensiert. Zumindest spiegelt das nicht in den Märkten wider. Da bin ich gespannt, was für ein Herbst auf uns zukommt. Und ja, deswegen immer Vorsicht, immer mit Stop-Loss arbeiten und das Risiko immer im Auge behalten. So, der erste Trade ist in den Gewinn gelaufen. Das ist fürs Protokoll der Big Number Trade. Ihr seht diese grüne Linie. Wir platzieren jetzt das zweite Mal diese Box. Wir verabschieden uns aber für unser Videotagebuch 8:53 Uhr mit dem ersten Trade. Es ist ein Short Trade aus der Big Number gewesen. Und ja, wir hören uns morgen wieder. Wir gucken nochmal bei MTX. Wir haben es ja vorhin gesagt, rote Sonne, rote Kerze und einen roten Signalfall brauchen wir. Da fehlt noch ein bisschen, aber wir haben noch 6 Minuten bis zur Markteröffnung. Also bedanke mich recht herzlich und wir machen im Live-Trading-Raum jetzt Nach weiter. dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.